Hallo, willkommen zu einem weiteren Tag auf der Dunkelheimer Insel Animal Crossing. Und ich bin sehr gespannt, was heute passiert, wer heute da ist. So langsam kehrt ja ein bisschen Normalität ein, habe ich das Gefühl. Gestern habe ich noch ein bisschen gespielt und zwar habe ich Happy Home Paradise gespielt und komme jetzt zur Schule. Ich bin gespannt. Aber als allererstes die Inseldurchsage. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 18. April, 8.57 Uhr auf Dunkelheim. Hier nun das Neueste für heute. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass in unserem Museum ein Café eröffnet. Das Museum ist heute wegen des Umbaus geschlossen. Ich bin mir sicher, dass sich das Warten lohnt. Das Café wird erst morgen fertiggestellt sein. Ich möchte alle bitten, sich bis dahin zu gedulden. Eugen hat mich gebeten, diese Nachricht weiterzuleiten. Ich hoffe, seine Vorfreude ist rübergekommen. Das war's für heute. Viel Spaß. Okay, also das Museum hat heute geschlossen. Oh, wir haben Post. Oh, von Elisa. Was meinst du, Simsala? Wenn ich meine Arbeitserfahrung zusammenfassen müsste, etwa für einen Lebenslauf, was würde ich da schreiben? Werden Leute gesucht, die gut im Kochen und Lesen sind? Gibt es Kochbuchforscher? Die Möglichkeiten, Elisa. Okay. Genau, ich habe mir endlich einen neuen Tauchanzug gekauft, einen hübscheren. Nook Meilenprogramm. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Meilenprogramm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie Ihren bestellten Artikel. Ah ja, genau. Sehr gut. Endlich. Das Partytor. So, es wird ausgetauscht und der kann eingelagert werden. Es ist jetzt Frühling. Kein Wintertauchanzug mehr. Sondern ein Frühlingstauchanzug mit Blättern. Ah ja. Genau, ich kann jetzt polieren. Und ich habe hier umgestaltet. Ihr seht, ich habe eine Küche. Mir fehlt das Gemüse dazu. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt. Also es kommt der Tauchanzug in das Lager. Und die Kokosuhr habe ich einfach nur schnell lieblos dahin geknallt, weil ich die aus dem Ballon geschossen habe oder von irgendjemand bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr. Und hier ist jetzt erstmal das Schlafzimmer. Jetzt erstmal alles aus dem, was ich halt so hatte, hergerichtet. Ich muss noch ein bisschen was basteln, glaube ich. Die Küche finde ich schon mal sehr schön. Aber so nach und nach bekommt man ja dann die Anleitungen. Und jetzt werden wir auch noch mal zu Harvey fliegen. Und bei Harvey noch das Ehepaar freischalten. Genau, dann habe ich meine Designs ausprobiert. Ich bin absolut und überhaupt nicht zufrieden. Also, so wenn man so nach oben geht, also so ab hier, wenn mal abgesehen, ne, wenn das hier nicht so gerade wäre, sondern auch so ein bisschen durcheinander, das gibt's auch. Aber wenn das so wäre, dann wäre ich zufrieden. Aber, und jetzt kommt's. Die Seiten sind halt irgendwie furchtbar. Die verbinden sich nicht richtig. Manche verbinden sich in diese Richtung, aber in die andere wiederum nicht. Dann habe ich es mal auf diesem Boden probiert. Das sah irgendwie, sieht irgendwie auch komisch aus. Also es verbindet sich irgendwie nicht in die Richtung nach oben. Also entweder bin ich da nicht geeignet für. Also hier nach unten finde ich es sehr schön für so einen kleinen Pfad. Nach oben finde ich sehr schön, aber so richtig in der Mitte verbinden tut sich's irgendwie nicht. Das heißt, ich habe es jetzt extra für euch gelassen und natürlich auch zur Orientierung. Ach ja, und hier Elisa ist umgezogen. Das müssen wir auch noch abdekorieren hier.
Mal für euch, für den Vergleich, ne? Da muss ich was Neues suchen. Ich habe aber auch noch nichts gefunden. Ich habe auch noch nicht so intensiv geguckt. Aber ja. Wenn du da ein schönes Design wüsstest, kannst du mir es gerne schicken. Wobei, die Folge ist, kommt, ich habe keine Ahnung, wann die Folge rauskommt, aber auf jeden Fall etwas später. Genau. Ja, also, da muss ich noch was Neues für suchen, aber so in dem Stil hätte ich schon gern, aber dass sich halt die Mitte verbindet, also hier die Mitte, ne? Also es müsste eigentlich noch eins nach oben und eins nach unten geben. Ja, aber das Internet ist ja groß. Von dem her, was war noch? Ich glaube, hier ist das Museum, das eingetütelt ist. Ja, das war es erstmal, glaube ich, was ich gemacht habe. Ist auch ziemlich viel eigentlich, aber habe ich so nebenbei tatsächlich gemacht, während ich ziemlich viele Videos geschnitten hatte. Und immer wenn die gerendert sind, hatte ich zwischendurch ein bisschen Zeit. Und manchmal passiert doch nichts und man hört einfach nur sich selber zu. Ja. Okay, was gibt's hier Neues? Holzpfad. Kann ich mir das halt alles nicht vorstellen, dass es da schöner aussieht. Ich meine, letztendlich nehme ich einfach den. Besonders bleibt mir nichts übrig. Die anderen sind sehr schön Designs, die ich geholt habe. Zumindest eins habe ich schon ausprobiert. Diesen, oh, den Verkaufsstand. Das finde ich auch cool. Ja, den nehmen wir mal mit. Mit diesen Planken. Das sah sehr gut aus. Das habe ich auf der Feenhausinsel ausprobiert. Fand ich es echt gut. Sehr schick. Ja. Ja, möchte ich. Aber nicht hier, sondern beim Geldautomat. Nook Shopping. Da wollte ich gerne sehen, was es so gibt. Regenstiefel. Ich habe gestern auch noch von Rebecca, nee, Katharina einen Regenmantel bekommen. Und der ist auch sehr hübsch und jetzt der ist rot, ganz rot, einfach schlicht rot. Jetzt bräuchte ich natürlich noch die roten Schüchchen dazu. Aber naja, das kriegen wir auch noch. Auszahlung. Ich glaube, wir müssen dringend wieder Geld ranschaffen. Das ist nämlich jetzt für das Möbel-Ehepaar. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Mein Gott. Völlig verplant. Genau, da gehen wir auch direkt hin. Lassen unsere Bewohner mal links liegen. Ich möchte fliegen. Weiß nicht, schreib mir. Oh, mein Gott, ich krieg's heute, glaube ich, nicht mehr hin. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du gerne sehen möchtest. Also interessiert dich. Möchtest du lieber Happy Home Paradise sehen oder möchtest du lieber so die täglichen Dinge sehen, die man halt so macht auf der Insel? Bewohner ansprechen, ganz normales Alltagsleben auf Animal Crossing, sage ich jetzt mal. Oder möchtest du eher dekorieren? Und dekorieren, da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Mensch dafür. Aber eher sowas sehen. Ja, guckt mal. Hier. Ich stelle dir mal einen alten Kumpel von mir vor. Das ist Gerd. Er hat die
grünsten Daumen, die du je sehen wirst. Und er macht hier eine Gärtnerei auf. Ja, ich weiß, ich habe gestern 100.000 Sternis bezahlt. Ach ja, Harvey und ich, wir kennen uns. Wie geht's, Ypsala? Oh, es war die falsche Stimme. Wenn ich nicht mit meinen Pflanzen und Samen auf Dunkelheim bin, findest du mich hier. Ist das nicht dufte? Mit etwas mehr Grün sind wir alle so fröhlich wie Gerds Pflanzen. Also mit den Stimmen habe ich es heute nicht so. Ich lasse es, glaube ich. Ich hoffe, du findest alles, was du brauchst, damit du richtig Leben auf deiner Insel herrscht. Okay, wir sehen uns. Gerd. Ich freue mich riesig, dass ich hier auf der Insel meinen eigenen Laden öffnen durfte. Neben einer größeren Auswahl von Setzlingen biete ich Kunden auch einen Unkraut-Jäht-Service an. Mhm. Das habe ich mal ausprobiert. Tatsächlich. Macht er nicht. Er sagt immer, es ist nicht genug. Also ich weiß nicht, wie viel Unkraut auf so einer Insel sein kann, aber er sagt immer, es ist nicht genug. Okay. Kürbissetzlinge. Okay, das ist gut. Ja. Da nehmen wir was mit. Dankeschön. Ich glaube, wir nehmen nochmal 5 mit. Einfach nur zur Sicherheit. Dann möchte ich bitte auch Zuckerrohr. Davon möchte ich ebenfalls 10 Stück. Ebenfalls. Meine Gute. Gartenazalee haben wir schon. Heckenazalee haben wir auch. Gelbduftblütensetzling. Wann blühen die denn? Das muss ich nur in Erfahrung bringen. Vielleicht holen wir die dann morgen. Oh, Lilie. Okay, das ist gut. Es gibt quasi die 2 Blumen, die uns quasi komplett noch fehlen. Das heißt, die nehmen wir natürlich alle mit. Ist ja ganz klar. Ich glaube, sonst fehlen uns sonst noch welche. Also Lilien. Ah ja, doch. Ich glaube, eine fehlt noch. Mir fällt aber gerade nicht ein, welche. Ja, genau. Hyazinthen. Können wir dann gut pflanzen. So, jetzt rück aber rüber. Mein Gott, dass man hier nicht einfach einmal alles kaufen kann. Einmal alles in 5 Mal, bitte. Das wäre perfekt. So, das vorletzte Teil. Fünf Stück ebenfalls. Okay. Gut. Ich glaube, das war's. Danke. Wir haben Geld ausgegeben, vermutlich. Ja. Guten Morgen. Spenden ein Ehepaar mit Talent. Genau, das will ich doch machen. Na klar. So viel wie möglich. Alles klar, das freut mich. Ich glaube, wir können uns jetzt auch noch eine neue Frisur machen lassen.
Meine Schere ist noch scharf und mein Style ist es auch. Alles klar. Ich würde gerne etwas ausprobieren, was ich mir überlegt habe. Was meinst du, Schätzchen? Ich bin dabei. Ah, okay, ich muss mein Krönchen abnehmen. Das wollen wir mal. Okay, oh je. Ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Nein. Also ich finde mein vorheriges auch nicht gut. Aber ja, bitte. Besser als Prinz Eisenherz. Sehr gut. Sie hat auch hübsche Frisuren. Warum kriege ich denn das? Aha. Ach, die kann ich jetzt immer machen. Ja, natürlich. Okay, gut. Oh, nee, da geht's nicht raus. Wo geht's denn jetzt raus? Da. Okay. Ah ja, und jetzt steht hier auch der Geldautomat. Das ist gut zu wissen. So, dann jetzt aber nichts wie zurück. Was? Lass dir mal von einem echten Flugveteran Klartext funken. Dodo Airlines macht jetzt auch einen auf Lieferung und Ankauf. Mhm. Aber nur auf hier auf einer Habesinsel. Ja, wozu? Wenn du zu voll bepackt bist, hebst du nicht mehr ab. Vertrau mir, bei Flugunfähigkeit bin ich Experte. Manchmal muss man sich von ein bisschen Ballast trennen, um so richtig durchzustarten. Also, gib uns den ganzen Kram, den du nicht brauchst. Wir liefern ihn an dein Zuhause oder kaufen ihn dir ab. Ja, das wäre doch auf meinen Inseln mal ideal. Leg mal ganz aerodynamisch die Ohren an, dann rassle ich schnell den Flugplan mit dir durch. Erstmal zur Lieferung. Befördern dein Zeug sicher, trocken und garantiert und zerstörst du dir nach Hause. Das Beste, das geht alles auf Kosten der Firma. Nur zu. Nütze uns hemmungslos aus. Zum Thema Ankauf musst du wissen, dass Dodo Airlines seit kurzem mit Nux Laden zusammenarbeitet. Mhm. Warum nur? Wir bieten dir exakt dieselben Konditionen wie die Verkaufskiste, die außen vor dem Laden steht. Deine Sternis landen dann am nächsten Tag auf deinem Konto bei der Nook Direct Bank. Hätten wir unsere neuen Dienstleitung abgefrühstückt. Dodo Airlines Over and Out. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich hier etwas kaufe. Was soll ich hier denn kaufen? Um es hier wieder direkt in die Verkaufskiste zu hauen. Also, wenn du deinen Grund weißt, sag's mir mal bitte. Ich will nach Hause. Weil für mich macht das gerade überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich gibt es einen tieferen Sinn, aber auch die Lieferung macht für mich keinen Sinn, weil so viel kann man ja da auch nicht kaufen. Naja. Oh, den Verkaufsstand müssen wir noch erlernen. Ist gut. Und dieses Partytor. Damit habe ich mir nämlich was Besonderes ausgedacht. Beziehungsweise habe ich das irgendwo auf irgendeinem Bild gesehen. Und zwar war das... Also ich mag das nicht, wenn das jetzt einfach so rumsteht, ne? So wie wenn man es jetzt hier hinstellen würde. Es ist zwar hübsch, aber nee. Okay, dann mache ich schon das Design weg. Okay. Wenn... Wo habe ich denn zwei... Oh. Ich glaube, ich werde später noch ein bisschen angeln. Wenn ich ihn hier so sehe. Ich habe keine zwei Bäume nebeneinander. Gut, dann nehme ich einfach die. Wenn man dann... das so platzieren würde... zwischen den Bäumen. Ne, Moment, ich muss es nochmal rausmachen. Nein! Warum platzierst du das denn nicht? So. Also ihr müsst euch vorstellen, ne? Der Baum ist vor dem anderen und dann sieht es aus, als wären zwischen den Bäumen einfach nur eine Lichterkette gespannt. Und man kann hier so durchgehen. Ja. So habe ich mir das gedacht. Also man kann es auch für andere Sachen noch nutzen, aber erstmal war das so damit mein Plan.
Genau. Gucken wir noch, wie es unseren Blümchen geht. Hier habe ich die ganzen Dinger ja hingepflanzt. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts passiert. Wir müssen hinten rum. Hier müssen wir noch ein paar Bäumchen auf jeden Fall Früchte dahinter setzen. Oh, hier gibt es was Neues, was Rotes, glaube ich. Sonst noch irgendwas Neues. Hier sieht auch rot aus. Na, na. Eher nicht. Na gut, na gut. Wir sind ja hier rum. Würde ich sagen, machen wir einfach noch zusammen den Angelcheck, oder? Also wirklich ist ja jetzt heute dann auch nicht passiert, wirklich viel, ne, aber... Es ist halt auch echt nicht so viel Zeit, ne? Also. Hier ist er wieder, euer lieber Bia. Lumeus ist da, um euch zum Fischen zu verführen. Aber wem erzähle ich das? Du folgst mir sicher in sämtlichen sozialen Netzwerken auf Schritt und Tritt. Natürlich. Aber du hast in Erwartung meiner Ankunft sicher schon deine Angel- und deine Online-Präsenz poliert. Du weißt, wie sehr ich Angelmeister zu schätzen weiß. Und ich weiß, wie du Sternis zu schätzen weißt. Kleiner Hinweis noch. Angeln ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Wer gestern glänzte, stinkt heute ab. Das stimmt. Deshalb muss ich jedes Mal wieder alle Teilnehmer auf Eignung prüfen. Ach Mann. Okay. Sammelfische brauche ich nicht. Angelcheck, bitte. 3 Maxi-Fische. Eine Klische muss es aber zum Beifisch schon sein. Okay. Schnapp- oder Weichschildkröten. Okay. Alles klar. Alles klar, dann geht's los. Auf zum Angelcheck. Wir suchen erstmal einen Fisch und dabei kann ich gleich den Strand noch mit säubern. Oh, der sieht doch groß aus, oder? Sieht doch nach einem Maxi-Fisch aus. Ja, sieht er das? Ja. Okay. Ein Seebarsch. Okay, der zählt als 1. Den könnte ich auch fürs Kochen benutzen. Oh! Wirklich? Da bekomme ich Rezepte durchs Angeln? Okay, das ist kein Maxi-Fisch. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Das finde ich cool. Bisher konnte ich nämlich noch nicht kochen, weil ich halt bisher nur Karotten auf der Insel habe. Und sonst nichts. Kein Weizen, kein Mehl, kein nichts. Und anscheinend auch kein Fisch. Die verstecken sich wieder. Es ist immer so, ne? Wenn man was sucht, dann ist es nicht da. Wer hätte es gedacht? Und ich laufe schon extra langsam hier vorbei. Fischi. Jetzt habe ich gerade überlegt, wenn... Jetzt habe ich ja gesagt, ne, du sollst mir Bescheid sagen, dass du gerne guckst. Aber wahrscheinlich bin ich ja dann eh schon wieder viel mehr im Voraus. Naja. Vielleicht mache ich mal bei YouTube, da gibt es auch diese Community-Funktion. Okay. Also... Lieber Fisch. Sehr gut. Noch ein Seebarsch. Ja, sehr gut. Ja, ja. 2 habe ich schon. Oh, da ist noch einer. Okay. Na, jetzt. Noch ein Seebarsch.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 3 Seebärsche angelt? So, wo ist der? Ist er hier? Er ist hier, glaube ich. Da ist er. Mhm. Selfie time. Also, okay, Frischfisch im Angebot. 3-mal Seebarsch. Bitteschön. Guten Appetit. Sehr gut. Wie er guckt. Guck mal, wie er guckt. Ja, also. Mein Plan wäre eigentlich so generell einfach so ein bisschen Mischung zu machen, ne? Mal dies, mal das. Mal Ballons jagen. Wobei, da haben wir jetzt wirklich genug. Ja, eben, was so ansteht. Aber ich lasse das sehr gerne mit mir reden. Bambuswaldtapete. Gut. Dann das hier werden wir abbauen, natürlich. So weit war ich gar nicht jetzt am Strand, ne? Ich habe gar nicht komplett gereinigt. Sowas. Am Strand müssen wir doch Mupfeln sammeln. Geht ja gar nicht anders. Außerdem brauche ich noch die Anleitung, die habe ich noch nicht. Ah, das habe ich auch aus dem Happy Home Paradise, natürlich. Da ist die Flaschenpost. Da gucken wir uns noch gemeinsam rein. An einen Glückspilz. Als ich neulich auf der Bank in der Sonne saß, kam mir doch glatt eine gute Idee für eine Bastelanleitung. Die musste ich mit wem teilen, also habe ich sie an eine Flasche gesteckt. Halt dich ran. An die Arbeit. Weber. Oh, Weber würde ich auch nehmen. Als den Topf. Mhm. Ich glaube, den hat jeder schon, den Topf. Als Miesepeter-Charakter. Ich glaube, Weber ist ein Miesepeter. Gucken wir noch, ob jemand bastelt. Wir haben auch noch 2 Häuser zu platzieren. Oh, der macht ein Nickerchen. Wir haben auch noch 2 Häuser zu platzieren. Aber die will ich jetzt nicht einfach so irgendwo reinklatschen, irgendwie, ja. Bin ich da noch unentschlossen. Und wir haben auch noch jemanden loszuwerden. Also, ich kenne da so einen Vogel mit Maske, falls den jemand haben will. Der ist links vom Flugsteig runter. Ein Muschelhocker. Mhm. Ich habe gerade Muscheln gesammelt. Okay. Den kennen wir aber noch nicht. So. Was ist uns eigentlich eingefallen? Oh, Seebarschpastete. Okay, Muschelhocker. Ja, gut. Dann verabschieden Janine und ich uns von euch und vielen Dank fürs Zugucken. Und wie immer wünsche ich dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video geschaut hast und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.